Willkommen zurück, Leute, zu Edna. Bricht aus. Wir waren in der Gruppentherapie. Ja, und jetzt gucken wir mal, ob uns das irgendwie was gebracht hat mit dem Adrian. Gehen wir mal zu ihm hin. War ja so mein Plan. Wenn nicht, dann können wir ja nochmal die anderen auch durchgehen. Können wir natürlich auch alles aufschreiben und so. Machen wir mal wieder den schnellen Weg, würde ich sagen. Ja, hier durch. Da. Genau, schnelle Weg. Oh oh. Die erschlicht. Ich habe eine Sondergenehmigung. Ich bin doch der Neue. Ich bin gar nicht da. Du hast mich nie gesehen. Das klappt eh alles nicht. Ich bin gar nicht da. Immer diese. Der. Du bist. Oh, ich. Alle. Ich. So voll überlegt und jetzt überspringe ich alles. Okay, komm. Sieh zu und bring mich wieder in die Gruppentherapie. Zu so. Den anderen meine ich. Bla. Sammel mir nicht voll. Droggelbecher. So, ich muss jetzt dahin. So, jetzt gehen wir da hin. Und? So, so. So, so. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Wie ich es vorhergesagt habe. Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Total. Ich muss nochmal versuchen, goldene Medaille. Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Ach so, warum verliere ich eigentlich ständig? Wie machst du das, dass du ständig... Ja, super, dann fragen wir mal danach. Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als erster. Was denn sonst? Ha! Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen, bissigen Hund. Halt, nein. So ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? So eine Art Therapie? Naja. Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Der Hund oder seine Katze, die er eigentlich hatte? Der hat nämlich eine rote Katze. Ein Droggelbecher hat einen grünen Hund. Grün. Grün. Ha! Weit gefehlt! Ich will es nochmal versuchen. Als wievielter? Okay, machen wir das nochmal. Als wie? Ha! Und was? Einen großen... So Hund. Bissigen... Hund. Halt, nein. Okay, also ich nehme jetzt mal seine Katze und die war rot eigentlich. Obwohl es ja eine Katze war, nicht ein Hund. Rot. Wow. Du hast recht. Ja. Ich fühle mich plötzlich so... so verstanden. Und alles ist plötzlich viel klarer. Mhm. Ja. Ja. Schön. Ich wurde zweimal hintereinander von ein und demselben Blitz getroffen. Und aus Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Ich sollte es lieber ruhig angehen lassen. Nicht alles muss meine Kontrolle. Oh Gott. Genau. Hey. Danke. Bitte, bitte. Es ist mir geholfen. Ja, dann... Ja, ich will es noch mal versuchen. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Komm. Oder keine Ahnung, ob das jetzt klappt dann oder nicht. Ich sag Kopf. Kopf. Tatsächlich. Kopf. Jetzt ich. Ich tippe auf. Ah. Ist das? Das kann nicht sein. Es ist Kopf. Was hat das zu bedeuten? Naja, zuallererst bedeutet es wohl, Edna ist der King. Edna ist der King. King, 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 King. Gib mir die Medaille, du Kanaille. Dein Thron gehört jetzt mir. Wow. Die Medaille ist tatsächlich aus echtem Gold. Juhu, Königin des Aufenthaltsraums.
besiege den König und das haben wir getan. Wenn er jetzt da drin ist, was sagt er dann? Orgelbecher. Oh. Was sagst du? Gram gebeugt? Tja, da lasse ich ihn wohl lieber noch einen Augenblick in seinem Elend allein, bevor ich auch noch meinen rechtmäßigen Thron einfordere. Oh, wir sind jetzt also die Königin, aber wir sollen ihn noch so ein bisschen in Ruhe lassen. Wahrscheinlich sollen wir auch gar nicht mehr zurückkommen und von daher passt schon. So, wir haben jetzt eine Goldmedaille. Ich habe gerade überlegt, was wir eigentlich noch brauchen, damit wir hier rauskommen. Wir brauchten ja den Löffel noch. Um Gottes Willen. Ich muss mal weg hier, glaube ich. Geh mal. Wir müssen nämlich mal mit dem Typen reden irgendwie. Nochmal. Ich will nochmal wissen, was wir brauchen, um zu entkommen. Geh nochmal hier durch. Ist ja toll, wir haben jetzt die Medaille. Wow. Haben wir es geschafft. Was sagt sie dazu? Jetzt bin ich der Meister. Nur ein Meister, der bekloppen darf. Da kommt der nächste Ausgang. Mhm. Ich glaube, hier sind wir ganz richtig. Das ist schon sehr weitläufig, aber klappt noch. War hier das WC oder so? Bin ich hier richtig? Nee, bin ich richtig. Super. Können wir mal mit dem quatschen hier. Dem Freak. Komm, red mal damit. Hallo, Prinzessin. Moin. Was weißt du noch über mich? Um nochmal auf deinen Plan zurückzukommen. Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Wo finde ich denn den Generalschlüssel? Wie komme ich an Gold? Wie komme ich an Ton? Wie komme ich an Vehikel? Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. So. Wie komme ich an Ton? Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Ja, das hat mir schon geholfen. Man will den Löffel haben. Gold habe ich schon. Wo ist der Generalschlüssel? Ist das jetzt, der hängt da unten, ne? Wo finde ich denn den? Das ist leicht. Der Wächter, den sie Blase nennen, hat ihn. Blase hat heute Monitordienst im Kontrollraum im dritten Stock. Ach so, oder so. Er ist zwar alles andere als aufmerksam, aber was den Schlüssel angeht, so ist er wie ein Schießhund. Vielleicht musst du ihn irgendwo mit beschäftigen. Sollten wir das vielleicht nochmal erstmal probieren? Vielleicht nicht den Löffel, sondern den Schlüssel erstmal holen. Ich dachte immer, das andere wäre vielleicht auch der echte, aber es ist auch dumm, den da hinzuhängen. Aber das ist es ja sowieso. Ich glaube, das ist nur eine Nachmache vom Generalschlüssel unten. Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. Beim Bienenmann, da hängt ja einer. Aber dann haben wir den echten, den wir wollen, bei dem Kontrolltypen. Ist ja klar, stimmt. Ich erinnere mich, dass wir am Anfang wegen dem Wasser und so, der hat ja immer so viel Wasser getrunken, den müssen wir irgendwie dazu bringen, dass er abhaut oder so. Und da sind ja noch die Toiletten und da kann man Wasser holen. Vielleicht hilft uns das ja. Ja, und die andere Seite der Gitter mit dem Generalschlüssel, ne? Gut, was sagt Poki zu dem mysteriösen Mann? Ach ja, der Schlüsselmeister. Hervorragend besetzt mit Martin Sabel, einem der wohl begabtesten Sprecher, die wir in unserem ständigen All-Time-Cast haben und halt immer wieder gern für jedes Spiel mitbesetzen. Ja, überhaupt, wie fast an alle Sprecher, bin ich damals über deren Tätigkeit, dass sie in Pausen zwischen Engagements, also die Schauspieler in Hamburg, meistens keine andere Wahl haben, als sich halt irgendwo bei einem genre-nahem Tätigungsfeld zu verdingen. Und das war in diesem Fall das Hamburg Dungeon. Und Alex Grimm, der den Harvey spricht und persönlicher Freund von mir ist und war, der hat zu dieser Zeit eben auch in einer Engagementspause zwischen seinen Schauspielertätigkeiten im Hamburg Dungeon gejobbt. Also eine Art Vergnügungspark für gruselaffine Hamburg-Touristen.
wo dann halt irgendwelche Pestgestalten auftauchen und brüllen und so weiter. Und da war ein unglaublicher Pool an sehr begabten und begnadeten Leuten, die alle nichts zu tun hatten und die deswegen bei Edna bricht aus halt leicht vors Mikrofon geholt werden konnten. Und ja, der Martin, der ist in der Rolle des Schlüsselmeisters sehr aufgegangen. Ich weiß noch, ich habe sogar ein kleines Video, das ich damals mit meiner Fotokamera vor Ort geschossen habe, damals in den Periskop-Studios, die auch halt parallel zu unserer Firmengründung auch noch im Aufbau waren. Und bei unseren Sprachaufnahmen stand da noch die Hobelmaschine im Vorraum, weil sie halt ihre Wandverschälung für das Studio zwar schon fertig hatten, aber noch nicht für den Vorraum. Und da stand tatsächlich noch irgendwie so eine Kreissäge aufgebaut und so weiter. Da musste man halt erstmal durchlaufen, bis man halt im Studio gelandet war. Und dort habe ich dann auch, weil es für mich ja auch eine Premiere war, Sprachaufnahmen zu leiten, ein kleines Video geschossen. Und sobald ich die Kamera anhatte, rutschte Martin in die Rolle von Graf Zahl und beschwor halt irgendwelche Fledermäuse raus, wie er halt zählte und so. Das war sehr beeindruckend, weil plötzlich irgendwie, ja, ich weiß auch gar nicht, ich habe den Faden verloren. Das kenne ich. Das verzeih ich dem Poki. So, sehr interessant. Ich war auch schon im Hamburger Dungeon. Vielleicht, weil ich in Hamburg wohne. Obwohl, deswegen kenne ich auch nicht alles in Hamburg, nur weil ich in Hamburg wohne. Aber das war sehr cool eigentlich auch. Also ich mag sowas gerne, so ein Gruselkram. Ich glaube... Viel Glück hast du. Bla bla. So. Ich muss weg. Grüß dich. So, wir versuchen jetzt nochmal an den Schlüssel zu kommen. Wart ihr auch schon so in gruseligen Sachen oder so? Könnt ihr mir ja mal schreiben. Ob ihr das Hamburger Dungeon auch kennt oder andere gruselige Sachen. Ich mag ja auch so Spiegellabyrinthe und sowas. So, wenn's, also ich bin überhaupt kein Jahrmarkt-Fan. Mag ich nicht, gehe ich nie hin. Aber wenn ich was da mag, dann sind das eigentlich so die gruseligen Sachen oder so Spiegellabyrinthe oder sowas halt. Also jetzt nicht Sachen, wo mir schlecht wird und ich mich tausendmal drehe. Ist nicht so meins. Wir müssen jetzt wieder zum Kontrollraum, deswegen fahre ich mal wieder weg. Und los geht's. Ja. Können ja auch die nächste raus, dann kommen wir von da aus ja auch hin. Wir können ja ins Treppenhaus gehen. Ja. Das ist so meins. Das mal so von mir. Ne? Da kommt der nächste Ausgang. Runter mit dir. Und hoch mit dir. Dann watschelt sie hier wieder mit ihrem Harvey hoch. Ich sollte mal öfters mit Harvey wieder reden. Ich will mit Harvey reden. Hier rein. Dann gehen wir hier hoch. Da unten ist der Löffelmann. Aber das bringt uns ja anscheinend noch nicht viel. Können wir auch. Und wir können ja auch hier hin. Warum gehen wir hier hin? Na, ging doch, oder? Konnte man? Geht zu Gang, doch. Ich glaube, dann kommen wir von hier aus besser dahin. Genau. Ja, da sind wir doch dann schon, ne? Bei ihm. Wunderbar. Und der hat jetzt den Schlüssel nämlich da drinne. Aber ich nehme an, das muss was mit dem Wasser zu tun haben. Vielleicht können wir ja das Wasser auffüllen. Oder so. Ja, komm. Schlüssel nehmen. Einfach mal ausprobieren. Nee, Quatsch. Ich versuch's an. Pfoten weg. Hm? Klappt nicht so besonders. Da will noch jemand was sagen. Ich kann nichts machen. Ich glaube, Edna stört das. Deswegen sagt sie gerade nichts. Das war wohl nix. Ach so. Ah, ich sehe jetzt wieder meine Maus. Okay. Das war nichts. Dann reden wir nochmal mit ihm. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Ich bin nicht der Neue. Ich bin nicht der Neue. Ach ja? Und wer bist du dann? War ein Scherz, ich bin natürlich doch der Neue. Und ehrlich zu sein, bin ich einfach eine entlaufene Irre. Ich bin niemand, ignoriere mich aber. Schon mal was von Thor, Gott des Donners, gehört. Ich bin ein Geräuschimitator, der sich auf Wasser spezialisiert hat. Ich bin ein Geräuschimitator, der sich auf Wasser spezialisiert hat. Was? Blub, 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 blub. Lass das! Mal gucken, ob wir ihn irgendwann nochmal dazu bringen. Lass das! Wir machen jetzt richtig ordentlich Wassergeräusche. Lass das! Ich finde das gut. Lass das!
komm schon. Blub, 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 blub. Lass das. Wusch. Lass das. Blub, 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 blub. Wie lange kann ich das jetzt machen? Lass das. Ich frage mich, ob wir ihm noch mehr Wasser geben sollen, damit er so wirklich gar nicht mehr kann. Klunk, 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 klunk. Lass das! Ich find das toll, wie sie das übrigens macht. Lass das! Es ist schön. Anhand sowas weiß ich schon immer, wie ich den Titel nenne. Könnt ihr euch denken, oder? Eins davon werde ich wählen. Es ist toll. Das bringt aber irgendwie nichts. Die Vorstellung ist beendet. Ja. Endlich. So, zurück zum Generalschlüssel. Hast du das ganze Wasser getrunken? Hast du... Ich müsste eigentlich... Aber ich soll meinen Posten nicht... Als wenn bei den Irren jemand... Gott sei Dank bin ich was... Man nennt mich nicht... So, apropos Wasser. Apropos Wasser. Ich gebe auf. Noch was? Also das hatte ja nicht geklappt. Es ist gut, dass man das nicht nochmal machen kann. Das verwirrt mich dann nicht. Ich bin nicht der Neue. Genau. Ach ja? Und wer bist du dann? Nochmal was anderes nehmen. Schon mal was von Thor, Gott des Donners, gehört? Na gut, Thor. Da kannst du ja auch einen blitzartigen Abgang machen, nicht wahr? Ich störe... Fass dich. Ich bin nicht der Neue. Nochmal? Ich bin nicht der Neue. Ach ja? Und wer bist du dann? Um ehrlich zu sein, bin ich eine entlaufene Irre. Um ehrlich zu sein, bin ich eine entlaufene Irre. Entlaufene Irre. Ja, ja. Hör mal, Neuer. Wenn du nur zum Herumblödeln gekommen bist, kannst du auch genauso gut wieder gehen. Scheiße. Ich störe ja nur... Fass dich. Hatten wir da noch was nicht? Ich bin nicht... Ach ja. War ein Scherz, bin natürlich doch der Irre und der Neue. War ein Scherz. Ich bin natürlich doch der Neue. Langsam gehst du mir echt auf den Geist. Sag endlich, was du willst und dann verschwinde. Okay. Was guckst du da? Was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Eigentlich sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. Ja, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur, dass man langsam selbst bekloppt wird. Wenn man zu lange auf diese Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu sehen. Oh Gott, ja, die Antenne, die habe ich auch schon wieder ganz vergessen. Zurück zu... Was denn noch? Generalschlüssel. Welche Tür bekommt man da damit nicht auf? Welche Tür bekommt man denn damit nicht auf? Es gibt da diesen einen Raum im zweiten Stock. Der Doktor hält ihn immer verschlossen. Und den Schlüssel bewahrt er oben in seinem Büro. Einmal am Tag jedoch, immer zur gleichen Stunde... öffnet er den Raum und schließt sich selbst darin ein. Wir wissen nicht, was Dr. Marcel darin aufbewahrt oder was er dort tut. Aber Stiesel schwört, dass er einmal Geräusche aus dem Raum kommen gehört hat. Ein Schluchzen oder Wimmern. Gerade als der Doktor drinnen war. Unheimlich, nicht wahr? Puh, ich habe eine Gänsehaut. Das ist ja auch klar. Ich lass dich dann mal... Da. Weil das war ja auch der Raum mit dem, ne? Verstorbenen Jungen. So, da waren wir dann ja schon drin. Und jetzt gehen wir mal nochmal einen höher und zur Antenne. Ich muss nochmal ausprobieren, ob da sich vielleicht was mitmachen lässt. Kommen wir überhaupt aufs Dach? So, ja, ne? Wir kommen ja noch vom Büro aus dahin. Sonst müssen wir ja hier durch den anderen Raum. Das wäre ja blöd. Aber wir kommen ja auch hier lang durch. Müssen wir nochmal durch den Schacht klettern? Passt schon. Der Raum, der sieht so schlimm aus. Dr. Marcel, Dr. Marcel. Alles voll gekriegelt. So. Hier am Skelett vorbei, raus. Auf zur Antenne. Oh, den haben wir hier auch noch. Hi. Oh Gott, der tut mir ja schon leid, ne? Können wir nochmal mit dem reden? Oh, du! Mach's gut, ich geh meine Freiheit genießen. Ja. Der Stiesel, der Idiot. So, benutzen. Antenne. Mach mal.
Macht sie nicht mehr? Sie sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Genau. Sie sieht aus... Connor, muss man doch noch was machen können. Bestimmt. Mit der Schere. Sieh her, Harvey. So entstehen Zickzackmuster im Störbild. Wow. Kann irgendwas mitmachen mit dem Messer hier irgendwie? Sieh her, Harvey. So kann man die Frequenz messen. Ein Frequenzmesser. Du bist ein Genie. Mhm. Ich meine, ich hatte das ja schon irgendwie benutzt, aber... Sieh her, Harvey. So kann die Regierung Piratensender ausspionieren. Ach, da hätte ich auch von allein drauf kommen können. Was können wir denn da mal machen? Harvey, sag mal was dazu. Guck mal, Harvey, eine Antenne. Cool. Jetzt können wir mit dem Mutterschiff Kontakt aufnehmen. Ja, die Geschichte war das, genau. Guck mal, hier mit dem... Vielleicht kann ich den Kleiderbügel als Antenne benutzen. Ne? Ah, schön. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Schade. Oh, wie hohl. Ach, ist das schön hohl. Komm, Telefon auch nochmal. Sieh her, Harvey. So funktioniert Teleshopping. Ich hatte es immer vermutet. Es ist so doof, ne? Es macht so Spaß, den ganzen Scheiß hier auszuprobieren, weil man immer nicht weiß, was die da für Müll reden. Wozu? Um den Empfang zu dämpfen? Genau. Irgendwas muss ich doch hier machen können. Guck mal, Schläger nochmal. Das ist jetzt irgendwas gebracht, mit Topf hier raufpacken. Sieh her, Harvey. So kann man alte Sendekonzepte aufwärmen. Ach, so einfach? Kabel irgendwas. Sieh her, Harvey. So kann man die Radiowellen abends wieder einrollen. Wie Spaghetti. Aha. Genau. Haben wir denn noch nicht ausprobiert, Strohhalm? Sieh her, Harvey. So kann man das Fernsehbild anwinkeln. Hurra! Dann kann man sich endlich auch hinter der Kamera umgucken. Genau. Sieh her, Harvey. Ja, das hatten wir schon. Da mit Unterschriften, das macht keinen Sinn. Keine Ahnung. Bestimmt muss ich hier irgendwas mit dem Fernseher machen. Ich werde es mal rausbekommen im nächsten Part von Edna bricht aus. Tja, vielleicht nochmal schnell den Poki bei der Antenne und dann war's das. Alles, was ich über das Fernsehen weiß, habe ich übrigens in die Itemreaktion mit dieser Antenne gepackt. Harvey hat sehr viel Wissenswertes zum Thema Fernsehen zu sagen. Benutzt einfach alles mit dieser Antenne. Dann seid ihr schlauer. Habe ich quasi fast gemacht. Vielleicht Ketchup nochmal. Sieh her, Harvey. So kommt das Rot in den Fernseher. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Das Ganze dann auch nochmal mit Gelb. Sieh her, Harvey. So kommt das Gelb in den Fernseher. Und da sage noch wer, Computerspiele machen dumm. Na? Das macht doch alles voll Sinn. Sieh her, Harvey. So funktioniert öffentlich-rechtliches Fernsehen. Boah, zeig nochmal. Schön. Aber einen Plan habe ich trotzdem noch nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis dann.